Bist du der Typ aus Tiefwasser? Einen schönen Tag euch allen. Mein Name ist Fenrus Bulun. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Habt ihr die Führung durch Dolags Turm mitgemacht? In der Tat, das habe ich. Es war eine wunderbare Führung, obwohl sie ganz schön teuer war. Warum fragt ihr? Vielleicht spielt ihr mit dem Gedanken, meinen Fußstapfen zu folgen? Ich glaube, unsere Fußstapfen sind wesentlich tiefer gegangen in den Turm als deine. Wir dachten, ihr würdet vielleicht die Zeit finden, uns ein bisschen was vom Turm und der Führung zu erzählen. Die Geschichte dieses unglückseligen Turms ist faszinierend. Dolag Trolltüter, ein großer Held des Zwergenvolkes, erbaute den Turm. Das wissen wir alle schon. Er sammelte Reichtümer an. Räume voller Edelsteine. Mit Hilfe angeworbener Zwerge grub Dolag viele Kammern und Durchgänge in den Felshügel und erbaute ihm auf einen einsamen Turm. Dort wollte er eine Zwergengemeinschaft gründen und umgeben von glücklichen, wohlhabenden Verwandten alt werden. Stattdessen machten sich Doppelgänger mit Hilfe verdorbener Verräter daran, die Begleiter von Dolag zu töten und deren Stelle einzunehmen. Nachdem der Zwerg voller Entsetzen die erste Täuschung entdeckte, wurde er von den anderen angegriffen und verbrachte 10 schreckenerfüllte Tage damit, sich durch seine eigene Festung zu kämpfen, gejagt von Monstern, die wunderbar vertraut waren und doch seinen Tod dabei wünschten. Letztendlich blieb er allein und siegreich zurück, doch er hatte nicht die Macht, die flüchtigen Seelen heute aufzuhalten. In seiner Angst, dass sie zurückkehren würden, warb Dolag die besten Handwerker an, die er finden konnte, und begann damit, seinen Turm und den Felsturm darunter wieder aufzubauen. Diesmal als ausgefeilte Folge von Pfeilen, magischen Schutzwellen, geheimen Durchgängen, gleitenden Gefängniskammern und selbstauslösenden Waffen. Einige Jahrhunderte lang nahmen die Dinge so ihren Lauf, und der immer exzentrischer werdende Dolag lebte von Pilzen und so. Und, so behaupten böse Zungen, von den Leichen von Eindringlingen. Schließlich verstarb er, und seine Knochen liegen vermutlich noch immer in einem der inneren Räume, geschützt durch tausende tödlicher Fallen. Woher wissen sie denn aber, dass er verstarb? Seit ich die ersten paar Räume des Turms selber gesehen habe, muss ich sagen, dass es dort wohl so gefährlich ist, wie die Legenden behaupten. Es ist ein faszinierender Ort und ich empfehle euch sehr, dass ihr eine Führung mitmacht. Ich muss jetzt gehen. Lebt wohl und genießt die Führung. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass er mit dem Dieb unter einer Decke steckt und das Ganze nur schmackhaft machen soll. Und wer bist du? Ah, hallo Freunde. Ist meine Freude zu treffen euch. Ihr seid Helden von Schwertküste. Ich lang drauf gewartet habe, euch kennenzulernen. Bin Meddas von Tiefwasser und suche nach kleinen Wahrheiten in diesem Land. Wir, das heißt ich, möchte euch bitten um einen Gefallen. Ich nicht arm bin und ein großes Herz habe für Freundschaften. Könnt ihr helfen einem gutmütigen Kerl bei Suche nach Weisheit? Das Streben nach Wissen ist ein würdiger Zeitvertreib, mein Freund. Wenn ich kann, werde ich euch helfen. Passieren tragische Dinge in dieser ungerechten, Welt. Die Leute mit Macht, die verletzen die Leute ohne Macht. Sie zerstören die Dinge, die uns lehren, ein besseres Leben. Um zu sagen die Wahrheit, es wäre besser, wenn diese Leute nie wären geboren worden. Diese Händlerliga, diese schlechten Männer, die finden die Insel westlich von hier. Die Insel hat ein gebrochenes Schiff, ein Schiffswrack. Sehr alte Schiffswrack heißt es. Bitte sprecht weiter. Die Matrosen von Händlerliga sehen Hinweise auf dem Schiff. Das Wrack, mein Held, ist das Schiff von Balduran. Der Name sagt mir was aus dem zweiten Teil. Diese Männer glauben, dass Balduran hatte viele Schätze auf seiner letzten Reise an Bord. Vielleicht ist wahr, aber auf dem Schiff gab es auch viele Artefakte. Diese Dinge enthalten Geheimnisse von Baldurans Schicksal. Ich möchte auffinden das Logbuch des Schiffes. Ich möchte auch lösen das Geheimnis der letzten Reise von Balduran. Die Händlerliga wird zerstören, die Artefakte, um zu bekommen den Schatz. Das darf nicht sein. Wenn ihr mir helft, erhalte ich die Dinge, die sind für mich von Wert. Ihr bekommt den Schatz und die Händler bekommen nichts. Ihr werdet helfen, ja? Naja, ist ein ehrenwertes Ziel, ne? Besser als einfach nur goldgierig zu handeln und die Artefakte zu zerstören.
Anders, ihr arbeitet eindeutig für eine edle Sache. Ich werde euch helfen. Ich sofort besorgen das Boot. Es jedoch gibt kleines Problem. Diese Männer, die gefunden haben Inseln, sie halten Seekarten verschlossen. In Baldurs Tor gibt es Gebäude beim Platz der Händelleger mit Namen Zehlhaus. Ihr es finden nordöstlich von der Taverne Elfgesang. Ah, mal wieder richtig geschrieben. Da drin sind Seekarten. Wahrscheinlich hat Schiffskapitän sie. Und den können wir vielleicht ja bestechen. Ich weiß nichts von solchen Dingen wie dem Zurückholen von Karten. Aber ihr seid Held und für Helden das ist kein Problem. Es mag sein ein bisschen gefährlich, also werde ich euch kleines Gold für die Karten geben. Ich hier werden auf euch warten. Ja, stehlen ist nicht so toll, aber das macht ja immerhin. Die sagt dann einfach, sie hat die Karten schon irgendwo besorgt. Betrachte das als erledigt. Ich werde zurückkommen, so schnell ich kann. Bitte euch beeilen, Freunde. Ich brauche Karten bald. Die Händler bereiten Schiffe vor, während wir sprechen hier. Ja, schön. Ein zweiter Auftrag, der man nicht nach Baldus, nach Dolags Turm führt. Das ist immer gut. Na, kommt. Ja, Kumpel. Und was willst du? Hallo, Kameraden. Callahan heiße ich und bin der Albtraum aller Fischer der Sieben Meere. Aller Fische der Sieben Meere. Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Neu hier, ha? Naja, alle Antworten stimmen nicht. Wir sind nicht hier, um den Gelehrten zu treffen, das haben wir schon gemacht. Und das ist auch nicht unser erster Besuch in Ulgas Bild, sondern unser zweiter. Na gut, nehmen wir mal unser erster Besuch in Ulgas Bild, gelegen an einer wunderschönen Schwertküste. Eine kurze Kutschfahrt entfernt von der Innenstadt von Baldurs Tor. Ein silbernes Zünglein habt ihr. Der Bild ist so hübsch wie der Hintern eines Maultiers und riechen tut er wie Fisch, der 10 Tage kein Wasser gesehen hat. Willkommen. Mögen euch die Flöhe wohlgesonnen sein und die Frauen lieben. Hä? Vielen Dank, mein Herr. Nichts ist. Ihr seht ein bisschen verwirrt aus, Kameraden. Kann ich euch helfen? Helfen? Nein, tu mir nicht. Ja, könnt ihr. Kennt ihr Menders von Tiefwasser? Menders? Ein grimmiger Typ. Nie ein freundliches Wort. Oder wie geht's der Alten? Ich nehme an, ihr kennt ihn. Sagt mir, was für einen Eindruck habt ihr von ihm? Ja, ich kenne ihn schon, solange er im Beard ist. Aber mit einem bisschen Gold in der Hand erinnere ich mich besser. Na, 20 Goldmünzen, was sind das schon? Ich verstehe. Sind 20 Goldmünzen genug? Ja, denke schon. Also dann los. Mendos kam im letzten Jahr zum Beard, hat das Haus vom alten Svensson gekauft. Er behauptet, er wäre aus Tiefwasser. Aber ich habe Leute gekannt von der Stadt der Reichtümer. Und die sprechen unsere Sprache dort mindestens so gut wie ich. So gut als ich. So gut wie ich, meint ihr wohl. Nee, besser. Wo auch immer er herkommt, mit uns kleinen Leuten will Menders nichts zu tun haben. Die meiste Zeit ist er allein in seinem Haus. Jeden Monat geht er ein paar Tage weg. Das ist alles. Mehr weiß ich auch nicht. Mein Dank, Callahan. Ihr habt mir sehr geholfen. Mögen die Fische bei euch anbeißen. Ist das Wenigste, was ein Kerl tun kann, für 20 Goldmünzen. Einen schönen Tag euch allen. Haha. Gehen wir noch mal kurz rein und machen böses Entdecken. Nur so für den Fall. Hust, hust. Mendes ist böse. Ja, und da ist ein Teppich über einer Treppe, wie es aussieht. Sprechen wir ihn nochmal an. Nee, er will die Karten haben. Na gut, dann sprechen wir jetzt aber erst mit der Händlergilde, bevor wir da einbrechen. Vielleicht können wir so das Ganze noch rumreißen. Weil einem bösen Menschen helfen, an irgendwelche Artefakte ranzukommen, war nicht ganz unser Plan. Der Turm ist schon lange verlassen, darin befindet sich nichts als Schutt. Na gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh, eine Frau am Wasser. Ja? Ihr wollt was sagen? Ihr kommt nicht von hier. Willkommen in Ulgos Beard. Vielen Dank, meine Dame. Oh, wie höflich ihr seid. Da ist dieser Typ namens Menders, der hier letzten Sommer runtergezogen ist. Einige von uns Frauen haben versucht, ihm ein Willkommensgeschenk zu überbringen. Er hat uns die Tür direkt vor der Nase zugeschlagen.
Ja, er ist nicht sehr sympathisch. Aber das ist eigentlich kein Grund, jemandem nicht zu helfen. So, das war jetzt fast die ganze Karte. Gehen wir da runter. Der Rest kann schon mal an die Kartengrenze. Geht's da raus? Ja, dahin könnt ihr schon mal gehen. Girigon rast währenddessen durch den Viehstall. Genau. Oh. Noch mehr Bauern wahrscheinlich. Die sehen alle nicht besonders aus. Also die sehen nicht so aus, als wenn sie was zu sagen hätten. Ja, das war die Stadt. Dann dahin. Und statten wir der Händlerliga mal einen Besuch ab. Vorher speichern wir aber noch ab. So, LP 81.